Hallo liebe Stiere, herzlich willkommen zu eurem April. Lasst uns anschauen, was die Karten für euch vorbereitet haben, was sie uns zeigen. Schaut euch auch unbedingt euren Aszendenten an und euer Mondzeichen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, erstmal drei Karten allgemein, je nachdem. Könnte ein Ratschlag sein, könnte eine Situation sein, was das darauf für wichtig hält, euch zu erzählen, euch zu sagen. Okay, eine Karte für die Liebe. Eine Karte für den Beruf. Seelischer Zustand. Im April. Okay, dann lasst uns loslegen. Liebe Stiere, was zeigt uns hier das Tarot denn auf? Besser gesagt euch. Oh, ein Mann. Ein Mann ist hier zu sehen. Vielleicht ein neuer Mann, vielleicht eine Bekanntschaft, vielleicht ein Mann. Schaut euch das an. Er wendet sich von den vier der Kelche ab. Ja, es könnte sein, dass es ein Mann ist, der euch vielleicht vermisst hat in letzter Zeit. Ja, der sich bei euch meldet, der sich wieder bemerkbar macht, der irgendeinen schönen Vorschlag macht. Ja, zum Beispiel, nur als Beispiel, ich sehe das hier nicht. Ja, ich will das auch gar nicht vertiefen, weil ihr alle eine andere Situation haben werdet. Es bringt nichts, bei allgemeinen Legungen so ganz, ganz, ganz detailreich zu vertiefen. Das bringt nichts, weil ihr, ja, bei der einen wird es vielleicht eine Einladung zum Abendessen sein, bei der anderen wird es vielleicht eine Einladung zur Reise sein. Gut möglich, ja, dass es so in Resonanz geht mit euch. Er kommt hier auf jeden Fall mit sehr, sehr schönen Karten. Er kommt mit dem Ast der Kelche. Es könnte sein, dass ihr euch mal wieder verliebt oder dass ihr euch generell verliebt im April. Ja, dass euch irgendein Mann gefällt. Was hier auch allgemein, ja, allgemein, es muss gar nicht so sehr mit der Liebe zu tun haben, obwohl er mit Kelchkarten kommt. Ein toller Vorschlag von einem Mann. Ja, im April. Ja, ein Mann, der mit einem schönen Vorschlag kommt, der euch irgendwas vorschlägt. Das ist etwas Tolles, Schönes, Reines. Wir lassen das so stehen. Okay, wie sieht es denn aus, speziell in der Liebe? Was zeigt uns hier das Tarot auf für euch? Hier ist alles ausgeglichen. Eine ausgeglichene Energie, eine ausgeglichene Situation, Harmonie. Ja, vielleicht ist es ja sogar eine Versöhnung, die hier gezeigt wurde. Liebe Stiere, Harmonie in der Beziehung. Vielleicht seid ihr in einer Beziehung. Geben und nehmen. Totales schönes Miteinander, ein ausgleichendes Geben und Nehmen ist hier zu sehen. Eine absolute Ausgleichung, ein Gleichgewicht. Ja, vielleicht stellt ihr dieses Gleichgewicht wieder her. Ja, oder vielleicht kommt es von sich aus zum Gleichgewicht oder zu einer Harmonie in eurer Beziehung. Oder generell, ja, wenn ihr Single seid, bleibt alles harmonisch. Ich schließe nicht aus, dass ihr eine neue Bekanntschaft macht, aber es ist alles harmonisch. Ja, es ist hier nicht so, dass die Energien irgendwie total schwanken, dass alles total unruhig ist. Nein, hier ist alles ziemlich harmonisch bei euch. Okay, dann schauen wir uns den Beruf an. Was haben wir hier für eine Karte? Hier haben wir die Karte des Gehens. Vielleicht möchtet ihr gehen. Vielleicht gehen einige von euch. Ja, es könnte sein. Also, es ist gut möglich, dass ihr geht. Es ist gut möglich, dass eine Kollegin geht. Das wird überraschend passieren. Also, wenn es eine Kollegin ist, wird das überraschend passieren. Es kann sogar sein, dass sie das bis zum letzten Tag irgendwie nicht erwähnt.
ihr das ziemlich spät erfahrt, ja, dass sie gehen möchte, oder ihr werdet eine Entscheidung fällen. Liebe Stiere, hier ist so ein bisschen die Tendenz, als würdet ihr aufwachen an einem Morgen und würdet euch sagen, so, das war's jetzt. Ja, so, das war's, ich gehe, ich schmeiß hin und überhaupt. So ist hier die Tendenz bei euch. Was den Beruf anbelangt, ja, hier ist irgendeine Situation, die euch überrascht. Vielleicht entschließen sich einige von euch, sich weiterzubilden, sich fortzubilden. Ja, das ist gut möglich, dass ihr von jetzt auf gleich, dass ihr sagt, so, jetzt ist es an der Zeit, jetzt möchte ich etwas Neues machen. Ich gehe neue Wege. Ja, auch das ist möglich. Seelischer Zustand, liebe Stiere, die Herrscherin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwas dazu sagen soll, weil es eine sehr, sehr schöne Karte ist, die einfach total positiv ist, total fruchtbar ist, ja, oder von der Fruchtbarkeit bestimmt. Alles gelingt, alles ist toll. Also seelischer Zustand ist ein absolut tolles Selbstbewusstsein, Ausgeglichenheit, die zu sehen ist. Ja, ihr macht einfach, ihr opfert eure Zeit in Anführungsstrichen, ja, Opferung in Anführungsstrichen. Ihr opfert eure Zeit für euch. Ihr investiert in euch. Und deswegen wird es euch gut gehen, liebe Stiere. Falls ihr das nicht macht, macht es, ja, dann verbessert ihr eure Lage, dann verbessert ihr euren seelischen Zustand, dann verbessert ihr eure Situation, dann wird alles bei euch gut, wenn ihr sagt, so, jetzt tue ich etwas für mich, ja, jetzt mache ich etwas für mich, jetzt tue ich mir etwas Gutes, ja, jetzt investiere ich in mich selbst. Es gibt keine bessere Investition, als in sich selbst zu investieren. Und das ist nicht immer nur irgendwie sich neue Kleidung zu kaufen, sondern das ist eine Weiterbildung, das ist ein Selbststudium, ja, dass man vielleicht sich Bücher kauft zu einer Thematik, für die man sich interessiert und sagt, so, jetzt lege ich meinen Zahn zu und entwickle mich weiter, ja. Investiere in mich selbst, tu etwas Gutes für mich. So, meine lieben Stiere, das ist euer April. Ich glaube, einige von euch haben bereits im April Geburtstag, Ende April. Liebe Stiere, dann wünsche ich euch, falls ihr dran seid, Ende April, alles, alles Liebe. Einen wunderschönen Tag. Ja, solltet ihr tatsächlich auf Geburtstag feiern, schaut die Königin der Münzen. Das ist eure Karte, das ist eure Energie. Lasst es krachen, kann man wahrscheinlich nicht sagen, weniger. Lasst es euch einfach gut gehen. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Vergesst nicht zu liken und bis demnächst.